Alexa, pass gut aufs Haus auf. Aber klar. Und wenn einer kommt und fragt, wo all deine Wertsachen sind, dann sage ich einfach, das weiß ich leider nicht, oder das wüsste ich auch gern. Der ca. 380 Kilometer lange Ems-Radweg beginnt in Hövelhof am Ems-Quellen-Infozentrum. Von der Quelle in der Senne am Rande des Teutoburger Waldes verläuft der Radweg durch das Münsterland, das Emsland bis nach Emden in Ostfriesland, wo die Ems in die Nordsee mündet. Für uns geht's aber jetzt erstmal wieder auf altbekannten Wegen zum Hamburger Hauptbahnhof. Und von dort mit dem Zug über Hannover nach Paderborn. Gott sei Dank, endlich geschafft. Das reicht jetzt aber auch mit Zugfahren und Coronaviren und was weiß ich was allem. Ich bin voll der Phobiker geworden. Und jetzt geht's auf zu meinen Eltern nach Schamene. Oh, ist das warm hier. Meine Mama! Vater traut sich noch nicht, aber den hole ich jetzt. Guten Morgen und herzlich willkommen aus der Karnevalshochburg Schamede. Es ist Samstag, der 4. Juni 2022 und wir starten heute den Ems-Radweg. Normalerweise geht der 381 Kilometer, bei uns werden es knapp 450, weil wir noch ein paar Städtebesichtigungen mit eingebaut haben und somit einige Kilometer mehr zu fahren haben. Unser Weg führt uns durch die beiden Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In welchem Bundesland wir uns jeweils befinden, sehen wir unter anderem an den Radwegeschildern, die in Nordrhein-Westfalen rot-weiß sind und in Niedersachsen grün-weiß. Einige Radwege verlaufen parallel zum Ems-Radweg, so zum Beispiel der Europaradweg R1, die 100-Schlösser-Route und selbstverständlich die Radroute am Dortmund-Ems-Kanal. Der komplette Ems-Radweg ist flach, gut asphaltiert und führt entlang von autoarmen Strecken. Und wer trotz der flachen Radstrecke eine Pause benötigt, für den besteht die Möglichkeit, zwischen Reda-Wiedenbrück und Emden mit der parallel verlaufenden Bahnlinie zu fahren. Keine Macken können, ja. Ja. Letzte Tipps nochmal zur Tour. Thank you.
Mit viel Glück kann man hier die Senner Wildpferde hinter mir sehen. Das ist die älteste Pferderasse Deutschlands. Die leben hier teilweise noch in freier Wildbahn. Und im Jahr 2000 wurde extra ein 15 Hektar großer Bereich für die Pferde geschaffen. Wir starten den Emsradweg hier in Hövelhof am Ems Informationszentrum. Hier im Boden ist das Emsradweg-Logo eingepflastert und das Gegenstück wird uns noch am Ziel in Emden begegnen. Und jetzt geht es erstmal durch die Moosheide. Über die kleine Ems gefahren. Unglaublich, in knapp 400 Kilometern wird dieses kleine Rinnsal die großen Schiffe aus der Meierwerft in die Nordsee entlassen. Unglaublich. Hier an der Flussbifurkation in Hövelhof. Und jetzt geht's zum kantigen Hermann. Das war er also gerade, der kantige Hermann. 3 Meter hoch, 180 Kilo schwer und steht direkt an der Radkreuzung oder Radwegekreuzung vom R1 und dem Emsradweg. Er ist ein Hinweis für alle Leute, die den R1 fahren, auf das nächste Etappenziel. Und zwar 34 Kilometer weiter im Teutoburger Wald das große Hermannsdenkmal von Hermann dem Cherusker. Und jetzt sind wir wieder mittendrin in dem Örtchen Hövelhof. Der Name geht zurück auf einen früheren Vollmeierhof. Der stand sogar bis 1907 noch hier, bis er dann leider komplett abgebrannt ist. Und die Navigation geht von hier aus sehr, sehr einfach, denn wir sind nicht die Einzigen auf dem Emsradweg. Wir brauchen jetzt einfach nur hinterher zu fahren. Eben noch gesagt, man bräuchte einfach nur hinterher zu fahren. Ja, mal gucken, wann sie es merken. Ich fahre jetzt hier weiter. Guck mal, wer da endlich kommt. Na? Wo warst du denn? Wir sitzen da schon beim Aperol und warten. Ja, ja, der Kellner war schon am Tisch und du kommst nicht. Ja, ja. Verfahren haben sie sich. Kapelle. Geweiht wurde sie 1896 und sie ist das alljährliche Ziel der Himmelfahrtsprozession. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass zwischendurch auch immer wieder diese kleinen Heiligenhäuschen am Wegesrand stehen. Und was es damit auf sich hat, das erklärt euch meine Mutter. So, dann erzähl mal, was ist denn da los mit den Heiligenhäuschen? Ja, früher waren hier viele Krankheiten wie die Pest und dann haben die Leute dann gelobt, wenn das vorbei ist, dann errichten wir hier an dieser Stelle ein Heiligenhäuschen zu irgendwelchen Heiligen. Oder es war auch so, denn wenn die Bauern oder die Kriegssöhne aus dem Krieg zurückkamen, dann haben die gelobt, also ich bin gesund aus dem Krieg zurückgekommen und ich errichte an dieser Stelle ein Heiligenhaus. Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Mit Rückenwind geht's jetzt weiter in Richtung Espen.
Naturschutzgebiet Steinhorster Becken. Es ist das größte, von Menschenhand geschaffene Biotop in NRW. Ursprünglich in den 70er Jahren wurde es erbaut als Rückhaltebecken zum Hochwasserschutz für die Städte Riedberg und Reda-Wiedenbrück. Bei einer Probestauung hat man dann festgestellt, dass sich verschiedene Wasservögel dort niedergelassen haben und so hat man beschlossen, dieses Biotop zu errichten. Man darf es nicht betreten, aber es befinden sich zwei Aussichtstürme hier am Steinhorster Becken und in einem stehen wir gerade. Auch mal am Steinhorster Becken unterwegs seid, wundert euch nicht, denn es kann euch passieren, dass euch unterwegs Alpakas entgegenkommen. Denn ganz hier in der Nähe gibt es die Alpaka-Farm, wo man dann auch Alpaka-Touren buchen kann und mit so einem Viech spazieren gehen kann. Und wir sind jetzt hier am Café Brinkmeier, ein Bauernhofcafé am Steinhorster Becken und es ist voll. Überfahren wurde. Für uns geht es jetzt weiter nach dieser schönen Pause durchs Dellbrücker Land zu Nadermanns Tierpark. Das ist ein privat geführter Zoo mit Tigern und Löwen und einem Streichelzoo. Da fahren wir aber nur dran vorbei. Denn danach geht es auch schon für uns zum Tagesziel nach Riedberg. Wildentenfang. Wildentenfang? Antfänger? Verstehst du? So, wir sind jetzt kurz vor Riedberg und genau dahin geht es jetzt auch weiter. Hinter mir sieht man jetzt die St. Johanneskapelle. Sie ist aus dem 18. Jahrhundert und ist dem heiligen Johannes Nepomuk gewidmet. Und hier ist er auch schon, Johannes Nepomuk. Und dahinter leicht erhöht die sogenannte Huldigungslinde. Im 17.
17. und 18. Jahrhundert huldigten hier die Riedberger ihren Landes- und Lehnsherren. Parallel zum Emsradweg befindet sich hier auch der Johannesweg, auf dem mit 7 Bildstöcken das Leben, Leiden und der Tod des heiligen Johannes dargestellt sind. Eine weltweit einzigartige Installation. Direkt gegenüber von der Johanneskapelle befindet sich das ehemalige Schloss mit der Schlossauffahrt. Leider können wir uns das Ganze nicht angucken, denn das Schloss ist heute in Privatbesitz und keine Besichtungen sind hier möglich. Schade. Jetzt geht's übrigens weiter. Es geht jetzt wirklich nach Riedberg. Wir sind kurz davor. Und Riedberg ist auch bekannt als die Stadt der schönen Giebel. Da freue ich mich schon drauf. So, vielleicht sieht man es ein bisschen durch die Bäume durch. Da hinten ist nochmal die Schlossauffahrt zu sehen. Und ich meine, es waren mal die ursprünglichen Besitzer, die sogar die Riedberger Fischteiche angelegt haben. Eine kleine Seenlandschaft, die sich gleich neben dem Schloss befindet. Seen- und Parklandschaft muss wunderschön sein. Aber da in Privatbesitz darf man es leider auch nicht betreten. Autsch. Das ist das Gelände der Landesgartenschau von 2008 in Riedberg. Hier gäbe es theoretisch auch die Möglichkeit zu campen, und zwar in sogenannten Campingpots. Das müsst ihr euch auf der Website mal angucken. Leider war zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt fahren, schon alles belegt. Klostergarten und Skulpturenpark stehen ganz viele Bronzeskulpturen des Riedberger Künstlers Dr. Wilfried Koch. Sieht toll aus, toll angelegte Parkanlage mit Koi-Karpfen in den Teichen und wirklich sehr skurrilen Figuren, wie zum Beispiel dem Franz von Assisi hier. Zum historischen Stadtkern von Riedberg geht es eigentlich woanders lang, aber wir wollen uns erstmal die ehemalige Klosterkirche angucken. Also die Klosterkirche ist auch toll, aber das ist ja unglaublich. Guck dir das mir mal an. Was freue ich mich schon auf die Innenstadt gleich. Das ist ja jetzt schon alles total schön. Hinter uns befindet sich die St. Katharinenkirche. Das ist ein ehemaliges Franziskanerkloster aus dem 17. Jahrhundert. Hier wurden die Grafen von Riedberg und Ostfriesland beigesetzt. Der Innenraum soll auch sehr schön aussehen. Sollen wir uns das Ganze mal angucken? Thank you.
Seht ihr ganz da hinten den Spielplatz? Da stand mal ursprünglich die Burg Riedberg. Das ist die katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Und die steht fast direkt neben dem historischen Rathaus von Riedberg. Und wisst ihr noch die Burg, die wir vorhin nicht gesehen haben, weil die abgerissen ist? Aus deren Steinen ist das Rathaus wieder aufgebaut worden. Wir sind fast am Ziel angekommen, fast am Hotelrestaurant zur Post. Und jetzt, mitten in Riedberg, wollen wir natürlich noch ein bisschen was essen, haben wir diesen netten jungen Mann getroffen. Junge Mann ist gut. Also ich bin 73 und mein Name ist... Respekt! Mein Name ist Helmut Stockmeier. Man kennt mich hier unter dem Spitznamen Stocki. Und ich bin sowas wie der kleine Fahrradpapst von Riedberg. Und wir machen hier geführte Fahrradtouren. Und ich bin auch als Tourenwart im Radsportclub Riedberg tätig. Und ich war 35 Jahre Schatzmeister im Karnevalsverein. Also da haben Sie den richtigen Vereinsmenschen hier. Nein, Riedberg ist schön, aber könnte noch viel getan werden. Ja. Besonders für Fahrradfahrer. Das ist richtig, aber uns hat Riedberg sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, dank diesem jungen Mann wissen wir auch, wo wir jetzt essen gehen können. Ein schönes Steak im Hotel zur Post. Jawohl, sehr gut. Sehr gut war auch, dass wir genau in diesem Hotel das Zimmer für unsere erste Nacht gebucht hatten. Das geht nicht mehr. Tag 1, wir sind angekommen. Yay. Schöner Tag. Perfekt, war wirklich perfekt. So, ich hab nur gesagt, geil, mach mal weiter. Küche hat gefragt, warum haben die so gelacht? Sag, weil das Schnitzel, glaube ich, die richtigen getroffen ist. Ja, genau. Guten Appetit, ne? Dankeschön. Der schöne Tag ging leider viel zu schnell zu Ende, als um 19 Uhr der familiäre Abholservice für meine Mutter erschien. Ich möchte das nicht. Doch, mein Neffe Leon! Mama, ich bin im Fernsehen. Meine Schwester Corinna, die eigentlich mitfahren wollte, die aber Corona-bedingt ausgefallen ist. Was? So. Sagst du mir mal Hallo? Hab ich doch gesagt. Absolut. Na? Ich hab's. Das ist der falsche. Ha! Jetzt komm mal rein. Sonne. Markus, was ist dein Fazit zum Bahnverkehr mit dem 9-Euro-Ticket? Ich würde jetzt ein Wort mit SCH wählen und Eise am Ende. Wer trotz der flachen Radstrecke eine Pause benötigt, dem besteht... Ja. Und wer trotz der... Ja. Nur für euch im Einsatz, VM und Herr O. Da steht eine Kamera, Vorsicht! Wo geht's denn jetzt zur Quelle? Da runter, geradeaus. Dankeschön. Quelle geradeaus. Ja, danke. Ich sehe die Kamera. Ja, gleich bald. Ein bisschen. Warte, 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 sonst geht mein Bart um. Okay. Hier weggehen? Nee, du kannst ruhig da stehen bleiben, das ist okay. Genau. Beep, 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 Klugscheiße-Alarm. Es sind 82,6 Quadratkilometer
und nicht Meter. Ach, Scheiße. Beep, beep, beep. Klugscheißalarm, Ende. Warte. Hektar, nicht Kilometer, Hektar. Oh, das ist Hektar. Genau. Und hast du die Tiere auch getötet? Nee, aber dich gerade. So. Sehr gut. Wir wollen mal heiraten. Ja, wenn.